Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Ich bin Enno von Yushano und wir bewegen uns hier durch dieses Gefängnis, welches von extremistischen Revolutionären eingenommen worden ist. Und wir sollen quasi deren Anführer gerade vernichten. So. Ja, komm. So. Au. Okay. Der war hartnäckig. Okay. Die Gegner werden wirklich immer stärker mit der Zeit. Und nicht mehr so leicht zu töten wie zu Beginn des Spiels. So. Ja, auf die Tür falle ich nicht nochmal rein. Die ist nicht quasi bereits offen, beziehungsweise man hat nichts davon, die aufzumachen, weil man sowieso hier lang kann. Okay. Da wäre noch ein netter Herr. Ups. So. Schon sehr gemütlich hier drin. Oh oh. In die Bresche! Haltet die Reihe! Tötet sie alle! So. Ein paar der Wachen sind noch am Leben. So. Geht woanders Revolution. So. Oh, wir haben zwei Phantomklingen bekommen. Sehr gut. Noch einer? Er ist auf dem Dach. Guter Junge. Ah, verdammt. Ich habe gehofft, dem fällt das nicht auf. So. Die Betäubungsbombe. So, und der Rest ist leicht zu machen. Das sind Gegner auf schwachem Niveau. So. Das kann man an der Klamotte zum Glück ganz gut erkennen. Viel mehr Spaß, als es eigentlich machen sollte. Okay. Okay. Gut. Dann mal hier rein. Und aufs Dach. Da, wo unser Kumpel letztendlich auch ist. Euer Bruder kommt zu Besuch. Sehen. Verdammt. Da war ich etwas zu auffällig. Vielleicht habe ich deren Aufmerksamkeit auch einfach auf die Richtung gezogen. Was vielleicht sogar ganz gut ist, weil hier kann ich genauso gut hoch. Na, Aufseher. Nicht so unhöflich zu eurem Gast. Seht, er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt saht. Mal kurz gucken. Den da drüben schnapp ich mir mal eben. Schmollt ihr etwa, Aufseher? Tja, es tut mir unendlich leid, Aufseher. Es ist nun, wir konnten den Rest von ihm nicht finden. Folgt er? Nö, der folgt mir nicht. Gut. Gut, wenn ihr nicht wollt, dann schätze ich, wird er ein feines Souvenir abgeben. Okay. Ist das die Nationalhymne? Von wo? Na los, singt! Ach, von da. Na los, auf dir! Lasst uns anstoßen!
So. Dann hätten wir das Problem ja schon mal erledigt. So. Oh, ist da unten, eine Truhe? Komm ich da ran? Leider nicht. Schade. Das ist der Herr, den ich Gesellschaft leisten soll. Oh, oh. Tja, es tut mir unendlich leid auch sehr. Es ist nun... Wir konnten den Rest von ihm nicht finden. So. Gut, wenn ihr nicht wollt, dann schätze ich, wird er ein feines Souvenir abgeben. Okay, wie kann ich jetzt unaufmerksam auf den losgehen? Also bisher geht es ganz gut von wegen unauffällig rumlaufen. Oh oh. Was geht hier zum Teufel? Irgendwer guckt jetzt schon nach mir. Na? Ja. Der guckt nur leider genau in meine Richtung. Ansonsten wäre die Idee, ihn von hier aus zu töten, verdammt gut. Ah. So aber leider nicht. Okay. Aber einer nach anderen hier oben getötet und die kriegen nichts mit. Ja, nice. Die kümmert sich richtig um ihre Leute. Wie viel bekommt der damit, ist die Frage. Nö, der folgt mir auch nicht. Nein! Okay, na gut. So. Ich wollte euch etwas unauffälliger handeln, aber na gut. Ja, willst du spielen? Oh. Ja. Oh. So. So. Das hat abgewehrt. Interessant. So. Der ist gut. Ah, hat doch nicht ganz so gut wie gedacht. So. Und Schlafschiff. Uhaha. Missionsziel erledigt. Achso, der ist doch gar nicht tot. Ja, gleich. Der kann sich gerne noch ein bisschen auf den Boden wälzen. Den geht's gut. Der macht sich's nur gemütlich. Ein altes Gewand, also. Kann ich den erst plündern? Ja. Na, was hast du denn also bei dir? Egal. So. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich. Oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Ja, natürlich. Wie war das? Berlin, Luxemburg. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr Vorschlag dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Rui war also dabei. Als Templer.
Er war selber verantwortlich mit, also zusammen mit dem Großmeister der Templer, dass es zu dieser Revolution überhaupt kam. Weil er selber dafür gesorgt hat, dass das Volk hungert. Jo. Ohne den schlimmen Winter vor der Revolution wäre es gar nicht zu Jena gekommen. Oh. Ah, Stufe 3, das kriege ich nicht hin, oder? Da muss ich sogar 3 auf einmal öffnen. Es ist nicht nur schneller, sondern auch noch 3 auf einmal. Ja, das kriege ich nicht hin. So, wo komme ich denn hier gut runter? Hier? Jo. Guten Tag, die Dame. Und das war's dann mit dieser Erinnerung. Ups, ne. Nein! Ah, ich wollte den Verbrecher noch mal eben kurz. Schade. Okay. Ja, damit ist diese Sequenz auch beendet. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie weit ich ganz gespielt habe. Soweit auf jeden Fall. So. Einmal kurz gucken. So. Ach. Ganz falsch. Fortschrittsanzeige. Einzelspieler. Sequenz 8. Ach, das war's schon. Okay. Ab diesem Punkt ist also quasi auch wieder für mich Neuland. Es scheint euch vielleicht wenig zu sein. Es liegt daran, dass ich ein paar Sachen zwischendurch gemacht habe, die nicht sonderlich erforderlich war. Zum Beispiel habe ich das DLC Dead Kings mehr oder weniger aus Versehen angefangen. Also wirklich aus Versehen angefangen. Wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ja, die Einnahmen sind eigentlich recht gering. Ich glaube, ich mache mal ein paar Aufträge und des Cafés. Das ist kein Café. Das ist Café Haag. Ja, okay, entschuldige, da musste früher oder später kommen. So. Die Verhungern fressen sich von königlichen Parasiten an gestohlenem Brot dick und rund. Kennt ihr Dürre als Guten Tag. Nein, kennt ihr nicht. Wie viele Demütigungen müssen wir noch erdulden? Wir sind in der Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. Unterdrückung abwerfen. Jupp. Und uns freie einer unserer Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmagd an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Okay. Wie weit? Oh, das ist sehr weit. Oh nein. Du bist nicht mit dem Herz dabei. Nein. Ich glaube, du bist ein... So. Das musste kurz erledigt werden. Ja, 20 von 20 Mastenereignis beendet. Jo. Sie halten eine verbesserte Phantomarmschiene. Ja, nice. Finde ich gut. Das heißt, wahrscheinlich machen wir jetzt mehr Schaden. So, wohin müssen wir überhaupt? Da hinten hin. Das ist weit. Jo. Da machen wir eben kurz eine Schnellreise. Um das bei ihm zu erledigen. Ein paar kleine Nebenmissionen, bevor ich mit der Hauptmission weitermache. So. Ach, ich genieße dieses Spiel so. Es gibt immer wieder ein paar Momente, wo ich ein bisschen rummeckere, aber das ist normal. Aber ich genieße dieses Spiel wirklich sehr, diese Atmosphäre, wenn man auf den Dächern herumspringt und das Kämpfen an sich. Ach, ich genieße es. Was? Irgendwer stört mich hier allein dadurch, dass ich sie störe. So. So, du willst auch Stress? So. Und das wird eine Truhe. Yay. 3, 2.
2, 1, meins. So, 500. Außerdem, was ist dieses? Ist gar nicht hier drin, oder? Egal. So, diese Papiere, weiß ich gar nicht genau, was das ist. Wahrscheinlich wieder dieser geschichtliche Aspekt im ganzen Spiel. Es wird ja immer wieder irgendwelche Quellen und Ähnliches im Spiel aufgeführt. Was ich an sich ziemlich cool finde, aber nicht unbedingt nötig ist, meiner Ansicht nach. So. Oh, ich könnte mal ein paar neue Sachen kaufen, fällt mir gerade auf. Verbrauchsgegenstände. Habe ich von allen eigentlich ungefähr genügend, denke ich. Fähigkeiten. Nee, Ausrüstung. So, Waffen. Lang. Das habe ich mal die hier verwendet. Kaufen oder hacken? Hacken lohnt sich gar nicht. So, die hier wäre. Die wäre wirklich toll. Die könnte ich mir sogar knapp leisten. Aber so große Probleme mit Kämpfen habe ich derzeit gar nicht, dass ich das dringend bräuchte. Ausrüstung, Waffen, Ausstattung. Ausstattung. Farben. Brauche ich auch nicht. Ich mag Blau persönlich ganz gerne. Ich würde vielleicht für das Let's Play Together mit, wenn ich die Mehrspielermission machen, würde ich vielleicht so sagen, dass wir uns das irgendwie einteilen, dass wir nicht alle genau gleich aussehen. Das wäre schon sehr von Vorteil. Okay, das hat ein bisschen, also wenig Schleichen, ein bisschen Gesundheit. Mal sehen, was gibt's sonst noch alles? Wie teuer werden die überhaupt? Legen die. Oh Gott, wie teuer werden die? Was? Okay. Was gibt es sonst noch als Brust- und Armeteil, Beine, Monturen? Da habe ich bisher noch nie wirklich aufgebessert. Die haben alle nur ein ganz, ganz kleines bisschen Schleichen. So, wie teuer wird das alles überhaupt? Extrem teuer. Kann ich mir gar nicht leisten. Ab hier kann ich mir das gar nicht mehr leisten. Okay. Schleichen und Gesundheit. Mache ich aber alles, glaube ich, später. Wenn ich denke, irgendwie bin ich schlecht, zu schlecht, deswegen sollte ich mich ausrüsten, dann mache ich das mal. Okay. Ah. So wichtiges, Sommer. Diese verfluchte Küchenmarkt. Claude sah, wie sie einen Zettel unter einen losen Stein versteckt. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Sie schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst. Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Ich finde schade, dass sie den Verbrecher nicht verfolgen konnte. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spionin. Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Okay, keine sie Sorge. Wissen davon. Ich kümmere mich darum. Naja, wäre auch langweilig gewesen, wenn sie nichts davon wüssten. Oh, Uh-oh, ich glaube, ich hoffe. Woher wusste der davon? Woher? Woher wusste er davon, dass ich den verfolge? Das war bisher nicht sonderlich auffällig, glaube ich. Egal, so. So, so. Halt! Bleib da stehen! Wieso? Ich kann da bleiben, wo ich möchte, Freundchen. So. Da unten ist er irgendwo. Ne, sie. Colette. Ja. Da ist gerade ein Massaker, aber das größte Problem hier in der Gegend ist natürlich der Dieb. Den wir nur rammen. Wir nehmen nicht seine Brieftasche. Also, nein, wir rammen ihn nur. Na Leute,
schon seltsam, wenn man hier gerade spawnt und plötzlich passiert hier sowas Seltsames, ne? Oh ja, du hast die Moves, Alter. Du weißt, wie man tanzt. Okay. Na? Habt ihr brav aufgeräumt? Ach, hier geht's rein. So. Guten Tag. Ihr habt hier eine sehr nette Inneneinrichtung, muss man echt sagen. So. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich mag nur keine revolutionären Extremisten. Oh oh. Komm her, ich zerquetsch dich! Die haben nichts mitbekommen, sehr gut. Hey du, bleib einen Moment stehen! Er hat mich gar nicht gesehen. So. Ich weiß, diese Herren sind nicht sehr angenehm. Ihr wurdet enttarnt und müsst von hier verschwinden. Okay. Ah, hier hätte ich auch reinkommen können. Ach, der hat mich auch vorhin gesehen. Ah, durchs Fenster. Ah. Okay, darauf hatte ich gar nicht geachtet. Wo der mich gesehen haben könnte, von wo. So, aus dem Gebiet fliehen. Nichts leichter als das. Okay. Ja, dann war es das auch von dieser Folge Assassin's Creed Unity. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.